Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Jungglück-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, letztes Jahr oder war das dieses Jahr, sind die Produkte von Jungglück doch auch so hart gehypt worden, die Pflegeprodukte von denen halt, ne? Das ist eigentlich Beauty und ich weiß jetzt nicht, ob hier ausschließlich Jungglück-Produkte drin sein werden oder ob da auch noch andere Partnermarken mit drin sind. 149 Tacken hat er auf jeden Fall gekostet, was ich echt hardcore finde. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, haben die überhaupt 24 unterschiedliche Produkte im Sortiment? Ne? Die sind ja sehr, sehr spezialisiert auf die verschiedenen Serien, die die zum Beispiel haben. Aber gut, so schaut er aus. Es ist ein wunderschönes Moosgrün, ne? Sehr schön zurückhaltend, weihnachtlich. Und wenn man den auseinanderklappt, und das gefällt mir schon mal sehr, haben wir einen Boxen-Adventskalender. Das war ein Reim. Und das finde ich schon mal sehr ansprechend. Ne? Sehr schlicht, unisex, definitiv. Und jetzt gucken wir mal rein. Die 1 fängt ja schon mal ziemlich riesig an, ne? Oh, guck mal, hier stehen an der Seite drauf, was drin ist. Da wird es ein bisschen schwierig mit dem Weiterverwenden. Okay, vor allem, weil hier auch so Anwendungshinweise draufstehen. Okay, okay, das ist, ja, ist wie das bei Bildchen machen, Leute, ne? Okay, die eine Seite ist schon mal leer. Das Ding hat scheinbar 2 Seiten. Witzig. Okay, da ist nämlich nicht das komplette Kläppchen dann ausgefüllt und deswegen haben die dann noch so ein Füllvieh reingemacht. Baumwollpads beziehungsweise wiederverwendbare Wattepads finde ich klasse, verwende ich auch ausschließlich und nur noch. Ich verwende sogar keine, wow, hier flust das gerade, keine Wattepads mehr für meine Fußnägel, weil da gibt es auch wiederverwendbare. Finde ich klasse. Hier haben wir 5 Stück drin. Und die sehen doch ganz gut aus. Die haben 2 verschiedene Seiten und sogar einen Aufhänger mit dabei. Finde ich super. Hier haben wir eine etwas rauere Seite und hier haben wir die etwas feinere, weichere Seite. Nee, finde ich schön. Also das fängt für mich persönlich schon mal sehr gut an. Und natürlich in einem wunderschönen Wäschesäckchen. Damit kann man das nämlich auch direkt in die Waschmaschine packen. Deutlich kleiner, aber viel schwerer ist die Nummer 2. Oh lala, das ist ein großes Ding. Und zwar habe ich hier ein Reinigungsöl, richtig cool. 100 ml die Gesichtsreinigung. Damit kann man dann sein Make-up runternehmen und sein Gesicht in dem Sinne auch wirklich gut reinigen. Finde ich schön, das mag ich gerne leiden. Und die sind halt auch cruelty-free und so ein Kram, ne? Vegan halt auch. Toll. Die Nummer 3 ist natürlich auch mit dabei und die ist echt lang und schmal. Ich dachte, als ich von oben reingeguckt habe, ist das jetzt ein Gabel und ein Löffel oder was ist das? Nee, hole das Beste heraus. Das ist irgendwie so ein Mischwerkzeug, so Spatel. Also du kannst damit, das finde ich sehr, sehr nachhaltig und extrem cool. Wie oft bin ich dann schon mit einem Q-Tip in Verpackungen reingegangen, wenn ich nichts mehr rausgekriegt habe, durch den Pumper oder durch die jeweilige Öffnung oder so, ne? Und hier hast du wirklich so Spatel, weil das sind ja auch keine günstigen Produkte von Jungglück, um dann nochmal in die Verpackung reinzugehen, in die Foundation, in was auch immer. Gut, Foundation haben die jetzt nicht, aber in die Pflegeprodukte und dann kriegst du die ganzen Reste noch mit raus. Das finde ich wirklich cool. Die Nummer 4 haben wir hier und die ist winzig klein und da steht Bodylotion drauf. Alles klar, es stand auch, glaube ich, mit dabei, dass wir nur 4 Full Sizes dabei haben. Der Rest wird dann alles entsprechend auch dann in der Kleingröße sein. 5 ml von der Bodylotion haben wir hier drin enthalten. Bei so einer hochpreisigen Marke muss man damit rechnen tatsächlich. Aber hier kommen dann unsere Spatel auch sehr gut zum Einsatz, was ich klasse finde. Denn da kriegen wir auch die kompletten 5 ml aus dieser Glasflasche raus. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus. Ich mache das immer von der falschen Seite auf, ne? Dann kriege ich immer den Zong und da ist leider die Verpackung zu Ende. Okay, aber so geht wenigstens nichts kaputt und du brauchst kein weiteres Füllmaterial. Das ist schon mitgedacht. 5 ml von dem Hyaluronkonzentrat, das ist cool. Das ist wirklich cool. Da kann man auch das Produkt ein bisschen austesten. Natürlich, wenn du Gesichtspflege langfristig testen möchtest, also wirklich eine Wirkung feststellen möchtest, musst du das schon 2-3 Monate machen. Aber hier kannst du wenigstens dann herausfinden, ob das Produkt für dich, für deine Haut funktioniert, ne? Oder ob die darauf reagiert oder sonst irgendwas. Das merkt man dann schon in der Zeit, wo man das anwendet. Nikolaus, der 6. Dezember. Hier steht Wimpernserum drauf. Wow. Das ist natürlich was, ne? 4 ml Augenpflege. Hammer. Also 4 ml von einem Wimpernserum, Leute, das ist viel. Und das ist auch
günstig, also nicht günstig, Quatsch, das ist gut, dass wir hier auch 4 Milliliter drin haben. Das hätten die sogar fast schon in 2 Milliliter, aber 4 ist schon wirklich hart, ne? Finde ich richtig cool. Also freue ich mich drüber, werde ich ausprobieren. Und das hat auch so ein Pinselchen, das heißt, du machst dir das dann drauf wie so ein Eyeliner. Und Wimpernseren sind halt dafür da, um zu verhindern, dass deine Wimpern ausfallen. Das heißt, die Wachstumsphase der Wimpern wird halt verlängert. Und deswegen verlängern sich auch die Wimpern. Die Nummer 7 ist ein Rosenwasser. Das ist blöd, ne? Man spoilert sich jetzt selber. Ich spoilere euch den ganzen Adventskalender und beschwere mich über Spoiler. Ich liebe Rosenwasser. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und Rosenwasser ist so zur Hautberuhigung, zur Vorbereitung vor der Pflege. Also auch so als Tonerersatz würde ich das verwenden. Nö, das gefällt mir wirklich gut. Also die Produkte, die jetzt hier wirklich drin, wirklich, die Produkte, die jetzt hier bislang drin enthalten waren, sprechen mich sehr an. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir auch was drin enthalten, wenn ich der Verpackung trauen darf, worüber ich mich gerade sehr freue. Ja, das ist eine Retinolcreme mit 5 Millilitern. Meine Haut liebt Retinol. Das ist einfach wirklich so Anti-Aging überhaupt und jetzt im Winter auch klasse und kannst du super anwenden. Verwende ich abends halt immer, weil Retinol auch so ein bisschen aufhellend wirkt, ne? Das halt dann so Hautunebenheiten, also sowohl alte Pickelmale als auch irgendwelche anfänglichen Altersflecken, wie auch immer, ne? Dass das Ganze so ein bisschen aufgehellt und angeglichen wird. Und gleichzeitig hat das Ganze noch so ein bisschen Anti-Aging, also Faltentiefe, Reduzierung und so weiter mit dabei. Und meine Haut liebt Retinol. Man muss ein bisschen aufpassen wegen der Sonne halt, ne? Deswegen im Sommer ist Retinol nicht ganz so angebracht, weil wenn du dann noch direkte Sonneneinstrahlung hast, während du Retinol anwendest, ist es halt kontraproduktiv. Weil dann die Haut angreifbarer ist und dann die ganzen Stellen, die du eigentlich angleichen wolltest, dann quasi noch mehr betont werden könnten, theoretisch durch die Sonne. Deswegen entweder abends verwenden oder halt nur im Winter, so wie ich das ganz gerne mache. Jetzt dürfen wir uns mal über die Nummer 9 freuen. Und hier haben wir auch ein Serum drin enthalten mit 5 Millilitern. Und zwar ist es ein Vitamin C Serum. Auch hier gleiche Geschichte. Passt auf mit dieser ganzen Sonnengeschichte, ne? Weil auch Vitamin C ist ja hier aufhellend und so, also aufpassen, aber cool. Ich fühle mich hier wie in einer Apotheke, ne? Diese ganzen kleinen Fläschchen, die sehen aus wie so Globulis. Die Nummer 10. Oh, hier haben wir 2 Produkte drin. Das ist ja schön. Und zwar haben wir einmal 5 Milliliter von dem AHA Peeling mit dabei. Oh, AHA ist, ich glaube, Fruchtsäure. Und dann haben wir noch BHA-Peeling. Ich bringe das immer durcheinander. BHA wirkt beruhigend und lindernd, AHA durchfeuchtet und regeneriert. Trage dein Peeling 2 bis 3 Mal pro Woche abends auf die gereinigte Haut auf und lass es einfach über Nacht einwirken. Taste dich langsam heran. Ja, die Nummer 11. Hier haben wir eine Tagescreme drin und zwar die Hyaluron-Tagescreme mit 5 Millilitern. Es ist einfach witzig, ne? Also deswegen total praktisch, dass die relativ zu Anfang auch schon diese Spatel reingepackt haben, weil hier wirst du überall spateln müssen. Das wird sicher nicht anders rauskommen, weil es ist ja alles Glas. Du kannst es nicht drücken oder so, ne? Da hat sich tatsächlich mal einer hingesetzt und nachgedacht. Das gefällt mir. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Oha, hier haben wir eine Augencreme mit 5 Millilitern drin. Finde ich cool, ne? Auch Augenpflege darf nicht vergessen werden. Sowas ist immer eine relativ hochpreisige Geschichte. Wenn ich sowas in Adventskalendern in die Kamera halte, erschrecke ich mich oft, wenn ich das nachrechne. Nö, aber finde ich gut. Die Nummer 13 ist jetzt das Pendant zu der Tagescreme. Nämlich haben wir hier die Hyaluron Nachtcreme, 5 Milliliter drin enthalten. Und ja, wie gesagt, ich kann euch die Produkte jetzt nur so in die Kamera halten, reviewen und sonst irgendwas kann ich nicht. Wir haben hier keine spektakulären Verpackungen. Ihr müsst da einfach mit meiner spektakulären Verpackung im Sinne von Mütze, Lippi und Weihnachts-T-Shirt mit einem Vogel, was auch immer, Taube drauf, da wird immer heiß drüber diskutiert, was das für ein Tier ist, ne? Leben, weil es ist alles sehr, sehr einheitlich gehalten, weil Junglook ist auch einfach nicht so die Firma, die auf Rampampam setzt, sondern die setzen auf Inhaltsstoffe, die setzen auf gute Verträglichkeit, auf vegan, cruelty-free und so weiter und so fort, ne? Deswegen, es ist hier jetzt nicht die Farbvielfalt schlechthin zu sehen. Die Nummer 14 ist eine Lippenpflege. Da haben wir mal ein etwas anderes Design. Witziges Design. Das sind 5 Milliliter auch wieder und das ist so ein kleiner Mini-Pumper. Finde ich auch süß, ne? Sowas sieht man ja relativ selten als Lippenpflege vom Design her. Finde ich cool. Und Lippenpflege kann man auch wirklich gut gebrauchen. Witzig oder Fun Fact, ne? Das ist wirklich 1:1 die gleiche Flasche. Das heißt, theoretisch könnte man diesen Pumper auch auf alle anderen Flaschen draufsetzen. Aber, ne? Nur mal so, am Rande.
Die Nummer 15. Oh, wir hatten eben die Retinol-Creme und jetzt haben wir das Retinol-Serum. Ein Träumchen in Tüten oder auch in einer kleinen Flasche. 5 ml sind hier drin enthalten und das war eben dann von der Konsistenz her etwas cremig, weil es halt eine Creme war. Und das hier ist das Serum, was dann dementsprechend flüssiger bzw. dickflüssig an und für sich ist. Finde ich gut. Oh, die Nummer 16 ist wieder schön groß. Hier haben wir bestimmt wieder zwei Produkte drin. Ich liebe es, wenn wir zwei Produkte in Adventskalendern drin haben in einem Kläppchen, ne? Oh ja, wir haben hier feste Produkte drin. Also wir haben ja keine Kooperationsfirmen hier, aber die kriegen es trotzdem hin, komplett hier den Adventskalender zu befüllen bislang. Ne? Einmal haben wir hier eine Rasierseife drin enthalten. Das kann ich mir auch für mich persönlich sehr gut vorstellen. Und da kann man auch theoretisch, riecht natürlich nach nichts, dieses Säckchen für Zweckentfremden, ne? Um da die Seife drin aufzubewahren, dass sie dann trocknen kann. Und dann haben wir noch ein zweites Stückchen mit dabei. Und das ist ein Conditioner. Ach, wie cool, ein fester Conditioner. Also feste Haarprodukte vertrage ich persönlich leider nicht ganz so ultra gut, aber ich würde die jetzt mal ausprobieren. Da ist doch noch irgendwas mit bei. Nicht vergessen, Leute, wenn sich etwas schwer anfühlt, dann ist meistens noch ein weiterer Inhalt drin. Hier haben wir dann nämlich noch das, finde ich irgendwie süß, ne? Das Shampoo. Das ist so ein rundes, kleines Shampoo, das hast du auch ruckzuck aufgebraucht, ne? Und ein Duschstück. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Gramm hier drin ist. Das steht hier nämlich leider nicht drauf. Die Rasierseife hat 25 Gramm, das Shampoo hat 10 Gramm, der Conditioner hat 25 Gramm und das Duschgel hat 10 Gramm. Klasse, dann wissen wir auch Bescheid. Ich muss aber echt sagen, dass die Wiederverwendbarkeit des Adventskalenders immer mehr in Frage gestellt wird von meiner Seite, weil du hast halt wirklich auf diesen Verpackungen die kompletten Anwendungshinweise draufstehen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, es sei denn, man hat natürlich jemanden, dem das Pups egal ist, ob da jetzt noch irgendwie was mit draufsteht. Muss ich mal gucken, wie ich den weiterverwende. Oh, hier haben wir was Schönes und zwar die Nummer 17 zuallererst. Ich spoilere mich gerade die ganze Zeit, weil ich das selber einfach direkt lese. Ne? Ja, wir haben hier 5 ml von dem Squalan drin. Und Squalan ist, glaube ich, auch etwas sehr Feuchtigkeitsspendendes. Ne? Ich habe aktuell als Primer in Anwendung hier von Essence Hello Good Stuff, das Primer Serum mit halt hier Blueberry und Squalan. Und das ist so angenehm. Das finde ich so klasse. Also da freue ich mich drüber, dass ich hier wieder noch ein bisschen Squalan-Nachschub habe. Die Nummer 18 begrüßt uns herzlich, hoffe ich herzlich, in der Weihnachtswoche. Ja, jetzt mal auf der falschen Seite aufmachen, ne? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich sehe schon, was drin ist. Und zwar haben wir hier Arganöl mit 5 ml. Das ist super für die Haare. Hier steht zwar Körperpflege drauf, kannst du dir aber sicherlich auch in die Haare geben. Also quasi so in die Haarspitzen oder so, ne? Aber gut, ja, sollst du dann auch für den Körper anwenden können. Eine extra Portion Pflege für Gesicht, Körper und Haare, siehste? Für Haare würde ich das nämlich anwenden. Die Nummer 19 versteckt ein weiteres Ölchen für uns, auch wieder mit 5 ml. Und da muss ich, oh Mann, ich muss da immer an die Bulli-Parade denken, Leute. Ich entschuldige mich jetzt schon für den Ohrwurm, den wahrscheinlich der ein oder andere von Gustav jetzt in seinem Kopf haben wird. Denn hier haben wir Jojoba-Öl drin mit 5 ml. Ne, auch das ist wieder eine sehr pflegende Geschichte. Ich würde mir sowas tatsächlich dann einfach auf meine Oberschenkelinnenseiten oder auf meine Mumu geben, weil da verwende ich immer gerne Öle, bevor ich dann auch Bodylotion und sowas verwende, einfach nochmal zur Extra-Pflege. Cool. Gustav. Jojoba-Öl. Ich lieb's wirklich. Ich hab letztens noch diese ganzen LOL-Geschichten geguckt, ne? Zieht euch das rein. Wer Amazon Prime hat, zieht euch einfach diese mega geile Comedy-Show rein. Das ist so witzig. Egal. Anderes Thema. Wir sind jetzt bei der Nummer 20 angelangt. Ich hab jetzt auf jeden Fall einen Ohr vor. Hier haben wir auch wieder 5 ml von einem Produkt drin und zwar handelt es sich um ein Aloe Vera Gel. Ja, sowas kannst du gut verwenden nach Sonnenbaden und so weiter. Ne? Das ist auch feuchtigkeitsspendend halt wegen Aloe Vera und so. Und es ist halt auch super, wenn du zu lange in der Sonne gelegen hast und dann einen Sonnenbrand hattest. Ist sehr klasse. Die Nummer 21. Ein Hagebuttenkernöl befindet sich hier drin und jetzt sind auch wieder 5 ml dabei. Kannst du fürs Gesicht verwenden. Ich habe letztens erst ein Hagebuttenöl für andere Stellen auch wieder, nur genauso wie bei dem Jojobaöl, verwendet, einfach weil es sehr angenehm für mich ist. Die Nummer 22, die ist aber schwer, Leute. Oh, hier haben wir quasi Deko drin. Das finde ich schön. Ein Winterlicht aus 100% Rapsöl. 100 ml sind hier drin enthalten.
haben wir hier wirklich eine Kerze, dann, oh, das feiere ich ja, ne? Sowas mag ich. Das mag ich ja. Das riecht waldig, voll angenehm. Mag ich. Das ist toll. Das ist toll. Ich liebe Kerzen in Adventskalendern. Ich sehe auch immer zu, wenn ich selber Adventskalender packe, dass ich immer eine Kerze reingebe, weil ich es einfach schön finde, Leute. Es ist... Zur Weihnachtszeit gehören einfach Kerzen. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht anders sagen. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Hier müssten wir dann auch aufgrund der Größe und so noch eine Full-Size drin haben. Und das haben wir auch. Hammergeil! Und zwar in Full-Size haben wir das Niacinamid-Serum. Auch Niacinamide werden von meinem Gesicht geliebt. 50 ml sind hier drin enthalten. Und das ist auch eine hautberuhigende Geschichte. Und oh, mit so einer Pipettengeschichte. Oh, mein Gesicht liebt es jetzt schon. Bla bla bla. Mega, 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 mega cool. Das freut mich, ne, dass ich das Niacinamid hier wirklich in Full-Size drin habe. Das ist gut. Wir fragen uns alle, was sich in diesem Klopper verbirgt, ne? Weil die Nummer 24 ist ja mal riesig. Die ist ja, du könntest da alle Serien, alle Fläschchen zusammen reinpacken. Sag ich euch. Dann mache ich die mal auf und guck mal rein. Super leicht, ne? Jo, jetzt haben wir nämlich ein Täschchen hier in der 24, wo wir unsere ganzen Fläschchen reinpacken können. Nee. Das ist ein 150-Euro Adventskalender. Da möchte ich kein Jute-Säckchen oder Tischchen oder wie auch immer in der 24 drin haben. Ist hier noch irgendwas Spektakuläres? Nein, hier ist auch nichts drin zu finden. Auch das finde ich aber blöd. Nein, das mag ich nicht. Kommen wir zum abschließenden Fazit des Adventskalenders. Er hat mich sehr positiv überrascht, weil wir hier eine tolle Auswahl aus dem Sortiment haben. Wir haben ja auch so, ne, mit diesem... Rauslöffelfiechern und mit den Abschminkpads und so, haben wir auch coole Goodies oder so, ne? Also quasi neben dem generellen Pflegesortiment Produkte mit dabei, was ich geil finde. Ich glaube, wir haben so gut wie jedes Produkt, was die im Sortiment haben, jetzt einfach hier auch in dem Adventskalender drin. Finde ich geil, dass sie sich getraut haben und da komplett auch einen Adventskalender befüllt haben. Ja, die 24 hat mich nicht umgehauen, aber der Rest vom Schützenfest ist voll cool. Also mir gefällt der Adventskalender. Ich kann da jetzt einfach mal reinschnuppern und freue mir einen Keks, ne? Ich finde es klasse. Wirklich, wirklich cool. Ist jetzt optisch nicht so der Knaller, ne? Aber inhaltlich, das zählt und da ist der gut. 149 Euro, das muss man sich ja mal nochmal kurz überlegen. Ich gucke mir ja die ganze Zeit jetzt nochmal die Produkte an, einfach nochmal um zu überlegen, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Wenn man jemand ist, der schon lange mit dem Gedanken spielt, sich mit der Marke mal zu beschäftigen und so ein bisschen so sein Pflegekonzept des Gesichtes umzustellen und auch des Körpers, dann ist das wahrscheinlich mal so eine interessante Geschichte, ne? Aber an und für sich ist es ein sehr, sehr teurer Adventskalender. Diese One-Brand-Adventskalender, die sich über 100 Euro bewegen, sind immer ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, ne? Weil es ist halt einfach... sehr eintönig in Anführungsstrichen und schwierig, sich dann auch wirklich jeden Tag so hart darüber zu freuen, bin ich ehrlich. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer. Also wenn sich jemand den explizit wünscht und diesen Wunsch euch gegenüber äußert und ihr sagt, alles klar, 150 Tacken nehme ich für diese wundervolle Person auch gerne in die Hand, dann schenkt der Person auf jeden Fall den Adventskalender, weil wenn man sich den explizit wünscht, hat man Bock auf die Marke und dann macht es auch Laune, den auszupacken. Aber ich würde ihn jetzt nicht einfach so blind verschenken, weil da wären 150 Euro relativ schnell herausgeschmissenes Geld für ein langes Gesicht, muss ich gestehen. Das wäre ein bisschen schade. Da gibt es in dem Preissegment auf jeden Fall Adventskalender, die ein bisschen bunter gefüllt sind. Also nicht nur bunter im Sinne von buntere Farben, sondern auch eine andere, größere Auswahl an verschiedenen Produkten, wenn ihr versteht, was ich meine. Für mich persönlich hat er sich gelohnt. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, was ich sagen wollte. Wow. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!